Jo, da wären wir wieder. Genau, oh, sehr schön. Also was haben wir jetzt hier? Du stellst Vierer-Module her. Dann tust du die Vierer-Module jetzt bitte hier rein. Du stellst Fünfer-Module her. Dann brauchen wir noch ein paar davon. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Es wird eine richtig große Anlage hier, nur um die Module herzustellen. Und das ist nur eines von vielen Modulen. Theoretisch bräuchten wir das Ganze auch nochmal für Speed und für... Was war das andere überhaupt? Energieverbrauch? Ja, nee. Pollution Cleaning? Bah. Ja, okay, also primär für die beiden. Du dahin. Was brauchst du überhaupt? Du brauchst blaue Chips und Stahl. Oh, wir haben keine roten Chips mehr. Ja. Das ist jetzt verständlich. Wir verballern nämlich richtig viele Ressourcen gerade. Ist wenigstens hier schon irgendwo irgendwas angekommen? Da sind Vierer-Module. Immer die Vierer-Module. Das sind nämlich jetzt vier Vierer-Module. Das könnte reichen für die Produktivität von dem Ding hier. Ja. Oh. Automatischen Sprung gemacht. Okay. Wäre also schon mal ein Anfang. Aber nee, ich sollte das echt mit 6er-Modulen machen. Und irgendwie raus. Ich muss jetzt geduldig sein, bis wir genug Ressourcen haben für die 6er-Module. 4er. 5er. Einen noch. 6er. Erstmal. Du kriegst da eine Kiste, du legst das da in eine Kiste. Du stellst bitte 6er-Module her. Also du brauchst Stahl, wie fast alles hier. Und Blauchips. Blauchips. So. Du brauchst dann eventuell schon Lila-Chips, ha? Wie schaut's aus? Nee, nur blaue. Interessant. Also die Anforderungen sind gar nicht so hoch später. So, aber ich sollte jetzt erstmal gucken. Du stehst falsch, aber ist okay. Sollte jetzt erstmal gucken, wie es mit unseren Ressourcen aussieht. Und da wieder ein bisschen rumbasteln. Und auch was die Gießereien angeht. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Chip-Gießereien jetzt absolut nicht mehr hinterherkommen. Das wären die Jungs hier. Ja, durchgehend leer. Und ist halt immer auch nur pro Dingens eine, ne? Wir brauchen alle nur Eisen und Kupfer. Keiner braucht Stahl. Das heißt, wir könnten das alle in zweifacher Ausfertigung machen. Wenn man das Ganze aber nach oben verlängert und dann hier noch eine Abzweigung, da noch eine Abzweigung, wäre das kein Problem. Können wir jetzt halt nicht, weil das alles zu kompakt hier gebaut ist. Aber das können wir ja auch umbauen später. Ja, gut. Kleiner Angriff mit 40 Türmen, die schießen. Ist okay. Lila Chips haben wir ganz viele, ja. Hau mal ein paar von den privaten Chips da rein. Wir haben da echt nicht mehr viel. Oh, passt hier irgendwas rein? Nee. Versuch mal selber ein 6er-Modul herzustellen in langwieriger Handarbeit. Und guck, ob die dann vielleicht reinpassen. Wenn nicht, wurde es wahrscheinlich echt gefixt. Oder wir brauchen halt... Sind die Dinger? Das da. Die anderen Science Packs. Das war ja auch mal geplant, dass ich mich darum kümmere, ne? Was stehst du hier so allein rum? Achso, hier wollte ich noch mehr Kupfer herstellen. Boah, es geht eigentlich momentan. Es mangelt momentan, glaube ich, eher an den Dingern hier, weil die arbeiten durch. Nein, nicht durchgehend. Aber sie arbeiten. Das Modul reinzupacken bringt nichts, ne? Achso, ah, genau, Bronze. Ich wollte ja eigentlich in den nächsten Folgen mich um die Waffen kümmern. Das heißt, du stellst jetzt Tin Ore her. Wir haben aber kein Tin Ore.
Doch, 14 Stück. Und warum legst du sie nicht rein? Da hast du ein Ärmchen, da ist die Fabrik. Tu rein. Sehr komisch. Na gut, dann bräuchte ich jetzt noch eine Anlage, die das Bronze herstellt. In was war das? Bronze stellen wir her. Liquid Tin, Liquid Brass, Liquid Bronze in einem Blast Furnace. Haben wir einen Blast Furnace? Nein. Stell bitte ein Blast Furnace her. Ah, noch ein Kommentarhinweis. Wir können die Dinger hier schneller und effizienter und was weiß ich arbeiten lassen. Wir brauchen da nur diesen Beacon für. Den habe ich bisher noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung warum. Also in allen drei Staffeln jetzt. Das sollte ich wahrscheinlich als nächstes dann erforschen. Weil der Beacon, den kann man hinstellen und in seinem Radius versorgt er alle mit den Buffs quasi, die er durch die Module bekommt. Das heißt, wenn wir hier einen hinstellen, könnten die beiden da gebufft werden. Das, ja. Forschung, wo ist der Beacon? Wie sah der Beacon aus? Hasses. Da. Effekt Transmission. Gibt's nur eine MK-Stufe von, ist okay. Das erforschen wir gleich. Dürfte auch nicht lange dauern. So, du brauchst jetzt schon die Science Packs. Das heißt, das macht noch keinen Sinn, das zu erforschen. Also bist jetzt du dran, Beacon. Du. Basic Beacon. Ja, wenn es Basic gibt, dann... Dann scheint zumindest geplant zu sein, später auch ein Advanced Beacon zu bauen. Boah, mal gucken. Du bist noch in Arbeit. Kupfer schlackert rein. Ist okay. Der Blast Furnace ist dahinter. Ja. Gut, mach das weiter. Ich guck mich derweil um. Carbon kommt auch wieder. Der Fix ist ja behoben. Gemacht. Die sind da drin. Ich sollte echt die anderen Science Packs gleich mal erforschen, wenn das durch ist mit dem Beacon. Also die da. Damit ich die Industrial Science Packs herstellen kann. Damit wir das andere tolle Ding erforschen können. Es gibt so viele Sachen, die wir erforschen müssen. Du, dahin. So. Sind die Lava-Tanks hier unten endlich mal leer? Nö. Warum nicht? Ach, weil da keine Pumpe ist. Ja, okay. Du mach mal da einen hin, mach den da weg, mach den da hin und guck mal, was für Pumpen du im Moment da hast. Eine Einer-Pumpe. Will keiner eine... Setz da eine Einer-Pumpe hin. So. Wenigstens etwas. Du füllst dich langsam, ja. Also es bringt jetzt nämlich nichts, eine 5er-Pumpe in Auftrag zu geben, weil es dauert erst mal, bis der Chip da fährt, erst das Modul da fertig ist, dann der Blast Furnace und... Ja. Ist alles nicht so gut. Warum hast du nichts? Oh. Shift rechts, Shift links. Ja, kam ich wohl nicht an letztes Mal. Gut. Die Mauern da können weg. So, unser einer Geothermalextraktor befüllt die ganze Anlage. Ja gut, wir haben auch noch keine Abnehmer, das ist okay. So, du machst 6er-Module. Es gibt schon 7er-Module, richtig? Ja. Ja, gibt es. Gib mir das da. Mach die Kiste weg. Wir brauchen die nächste Fabrik. Da. Hm, ja. Und so. Und da können wir jetzt unsere lila Chips mal loswerden. Blau und lila. 100. 100. Und das war's, ne? Du stellst bitte das daher. Blau, lila und die anderen. Gott. Passen immer noch nicht rein. Also wer auch immer das meinte, dass man da
irgendwann die Module reintun kann. Das klappt so nicht. Also es klappt wahrscheinlich mit dem Beacon gleich. Das heißt, den Beacon sollten wir auch irgendwo hier hinsetzen. Sollte man nicht überall hinsetzen. Ein ganzes Netz aus Beacons. Aber mal gucken. So, Beacon haben wir erforscht. Es ist nichts Neues dadurch freigeschaltet worden. Anscheinend. Also gibt es nur den Basic Beacon und kein Advanced Beacon. Jetzt wollte ich noch irgendwas Kleines machen. Genau, das Science Spectre. Das machen jetzt die anderen Forschungslabore, die da. Und so machen die das richtig flott. Brützel, Brützel. Wir haben auch alle Speedmodule MK2. Oh. Was war das? Okay, der Autosave ist nicht allzu lange her. Ja, da haben wir das schon alles gebaut. Okay. Also ich glaube, ich habe zu schnell rumgeklickert. Das heißt, der Beacon ist gleich fertig und wenn er fertig ist, darf ich nicht hier wild rumklicken. Was aber auch machbar ist, weil ich muss jetzt ja nicht mehr reingucken. Ich weiß ja, dass überall die Speedmodule drin sind. Und da stand irgendwas von Händler. Also wahrscheinlich das Ärmchen hat Probleme gemacht. Oder der Gegenstand auf dem Ärmchen. Na gut. War ich hiermit komplett fertig? Nein. Du mach jetzt bitte die da. Ich habe vergessen, das da einzustellen. Du brauchst Angriff mit Mauerzerstörung im Westen. Aber es ist nur eine und 74. Oh. Target is not acceptable for deconstruction. Welches Target? Das heißt, ich darf jetzt immer neu laden und dann gucken, welcher Gegenstand in irgendeine Maschine kommt, die nicht in diese Maschine kommen darf. Ditec Core 13.3 Scripts Function Lua. Target is not acceptable for deconstruction. Das heißt, irgendeiner meiner Abbauroboter versucht was abzubauen. Okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Load Game. Autosave. So, wir müssen jetzt nur, das ist jetzt alles unwichtig. Wir müssen jetzt nur den Gegenstand finden, den wir abreißen wollen. Wo wollen wir überhaupt noch Sachen abreißen? Du hast 10 Sekunden, James Bond. Ich glaube, ich habe gerade drei Sachen vermischt. nee. Wobei ich eher das Gefühl habe, dass es mit diesen komischen Tränken da zu tun hat. Ich erforsche die Tränke jetzt einfach mal nicht. Und gucke, ob der Fehler trotzdem gleich auftritt. Da ist der Angriff. Ah, bei dem Angriff könnte es sein. Also im Westen. Load Game. Lauf nach Westen. Da wird dann irgendwas zerstört. Das darf nicht wieder aufgebaut werden. Das ist meine neueste Theorie. Und wenn es daran nicht liegt, dann mache ich einen Cut. Keine Sorge, dann versuche ich das alles so rauszufinden. Aber momentan finde ich das eigentlich ganz spannend, rauszufinden, wo da der Fehler liegt. Mach mal den Item Collector weg. So, und mach den Item Collector da auch weg. Weil es könnte irgendein Spucker sein, der neu ist und der nicht aufgesammelt werden darf. So, Beacon kommt, Angriff kommt also gleich auch. Da ist der Angriff. So, es wurde jetzt kein X markiert. Du reparierst die Mauer. Und es kommt trotzdem. Das ist komisch. Aber na gut, ich werde mich jetzt darum kümmern und mich erst wieder melden, wenn das behoben ist. Falls ihr also wisst, wie man das löst und ein, zwei Tage keine Folgen gekommen sind, bitte, bitte hinschreiben, wie man das Problem löst. Das ist jetzt ärgerlich, weil das läuft gerade so richtig gut. Das macht richtig Spaß und alles und dann kommt so ein doofes Ding. Naja, okay. Also sehen wir uns dann gleich wieder.